Hey Leute und willkommen zurück zum Mario Maker. Wir spielen als erstes heute das Level von Alex Schelesnov. Ach, immer diese komplizierten Namen, die ich nicht aussprechen kann. Ja, ich bleib bei Alex, so heißt er hier auch bei Mario Maker. Und wir spielen sein Level Goomba Inversion. Ja, ich habe es erst als Goomba Inversion gelesen. Ist wie gesagt sehr verwirrend, wenn ihr den ganzen Tag Englisch lest. Und da wollte ich auch mal eine super Frage stellen. Haben sich einige auch für interessiert, weil sie so gefragt haben, ja, wie ist denn der Sprachanteil so... Ja, ich konnte die Goomba-Inversion nicht aufhalten. Die Menschheit ist verloren, alle sind tot. Ja, hoffentlich ist es nicht so. Hoffentlich kann der italienische, unterbezahlte Klempner von einer japanischen Firma, der gar nicht so italienisch aussieht, irgendwie noch hier die Welt retten. Vor allen Dingen mit der Lucky-Tube-Wolke hier. Einfach vorbeifliegen, oder was ist einfach vorbeifliegen? Ah, hier, den Pilz würde ich... ganz gerne mitnehmen. Ja, ich merke schon, das fängt gut an. Aber was ich eben fragen wollte ist, weil mein Studiengang ja ausschließlich auf Englisch ist, also, ja, manche Sachen gibt's auf Deutsch, so ein paar Fachbegriffe wurden auch ins Deutsch übersetzt und auch die Klausuren sind dann zum größten Teil auf Deutsch, aber prinzipiell ist mein Studium immer noch als englisches Studium gedacht oder... Zumindest werden weitreichende Englischkenntnisse für das Studium fortgesetzt. Nee, andersrum. Mir fehlen die Worte. Fortschrittliche Englischkenntnisse werden vorausgesetzt. So, fortgeschrittene... Ja, fortgeschrittene, das ist das Wort, ne? Fortgeschrittene Englischkenntnisse werden vorausgesetzt. Mensch, Wahnsinn, jetzt haben wir es. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich gerade hier in dem Level weiterkommen soll. Das ist furchtbar. Ich kann jetzt zwar den Pilz bekommen und groß werden... Aber hier, wie soll ich denn hier weiterkommen? Ah, vielleicht in... Das ist auch cool gemacht. Gut, indem ich die Goombas da einfach so reinlaufen lasse. So kann man das natürlich auch machen. Ja, und viele haben gefragt, ja, wie macht man das überhaupt? Wie ist denn so ein komplett englisches Studium? Oder wie kommt man damit zurecht? Wie sieht das aus? Wie viel Englisch braucht man dafür richtig? Das kann man natürlich nicht pauschal sagen, wie viel Englisch man jetzt für ein Studium braucht, wo Englisch vorausgesetzt wird und vor allen Dingen, wo... in Anführungszeichen fortgeschrittene Englischkenntnisse benötigt werden. Niemand kann ganz genau sagen, was jetzt fortgeschritten ist, aber ihr solltet schon fachwissenschaftliche Texte meinetwegen, sowas wie Rocket Science oder Time Traveling, solche Themen solltet ihr schon auf Englisch diskutieren können für so einen komplexeren Studiengang wie Wirtschaftspsychologie auf Englisch dann. Das sollte schon locker drin sein, weil das ansonsten echt nichts werden wird. Aber, woraufhin meine Frage eigentlich abzielen wollte, und ich glaube, ich werde diesen wunderbar tollen Pilz noch ganz oft einsammeln, woraufhin meine Frage abzielen sollte, könntet ihr euch persönlich vorstellen, dass ihr einen Studiengang auf Englisch machen würdet? Ich meine, viele sind vielleicht noch gar nicht im Beruf oder viele sind schon dementsprechend im Gegensatz dazu richtig lange im Beruf. Könntet ihr euch vorstellen, euren Beruf oder eure Ausbildung, euer Studium, was auch immer, komplett auf Englisch zu machen? Das fände ich eine voll interessante Sache, wenn ihr da mal was zu schreiben würdet. Denn ich kenne total viele, die sagen, ja, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, so mit einer anderen Sprache und so ohne meine Muttersprache Deutsch, das geht gar nicht. Ich kenne aber auch genauso viele Leute, die sagen, ja, Englisch ist doch, warum spawnen die denn neu? Warum? Macht nicht alle meine Arbeit zunichte, wenn ich in diesen Goomba reinlauf. Och Mann. Viele sagen, ja, Muttersprache Deutsch muss sein. Ich kann halt gar nicht auf eine andere Sprache denken, manche finden es einfacher, weil es eben Englisch ist. Deswegen würde mich mal interessieren, könntet ihr euch vorstellen, euren Beruf, euer Studium, wie gesagt, auf Englisch auszuüben? Einfach mal nur schreiben, kurz ja, nein, vielleicht eine ganz kurze Begründung, würde mich auf jeden Fall interessieren, weil, naja, ich kann schlecht jetzt die Leute in Wirtschaftspsychologie fragen, ob sie es machen würden, weil, nun ja, sie machen es ja dadurch, dass sie das Studium gewählt haben. Da kann ich schlecht irgendwie statistisch Daten erfassen, wenn ich, naja, bei allen das gleiche Ergebnis rausbekomme und das schon vorher weiß, ist das jetzt nicht so die super geniale Umfrage. Und ich würde jetzt ganz liebend gerne noch in diesem Level weiterkommen und nicht am Anfang stecken bleiben. Das Level kommt mir nämlich irgendwie so vor, als würde ich, nee, wisst ihr was, Leute, ich mache da keinen Fortschritt, gebe trotzdem Stern, weil ich ein netter Typ bin und wir spielen einfach das nächste Level. Nächstes Level von Rico Hillebrecht oder einfach nur Rico im
Ja, im Miiverse. Ja, schwieriges Wort. Das kann man schon mal vergessen. Er hat ein kleines schwieriges Castle gebaut und ich bin mal gespannt, ob ich das irgendwie schaffen werde. Ich habe da gerade gesehen, 0 von 103 Versuchen waren erfolgreich. Das gibt schon mal einen Haufen Motivation. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich probiere es einfach ein paar Mal und wenn es dann nicht klappt, dann lasse ich es bleiben. Ich habe nämlich echt bei solchen Sachen, wo einfach alles vollgepumpt ist mit Gegnern, echt keinen Bock da drauf. Wir können es natürlich irgendwie probieren, wenn wir da schnell sind. Aber ansonsten zwei Versuche, wenn ich dann nicht hier weiterkomme. Keine Lust, Leute, keine Lust. So, immerhin durch die Tür gekommen. Und jetzt? Okay, nochmal schnell zurück. Nochmal schnell hier durch und gucken, was hier oben ist. Okay, ich habe keinen Bock mehr. Nächstes Level. Okay, nächstes Level von Benny S. in Klammern GameTV auf YouTube. Hier Benny in Klammern RAT. Chips in the Air. Ja, das sieht doch schon mal nett aus. Sieht auch, ja, obwohl ich will nicht sagen, dass es leicht aussieht. Aber es sieht nett aus, das auf jeden Fall. Und wenn ich solche super ultra schwierigen Level hab, ne Leute. Was steht da? Ja, was auch immer da der Typ damit ausdrücken wollte. Wenn ich solche ultraschwierigen Level habe, wie voll der Rotz. Ja, auch schon sehr motivierend, aber ich weiß gar nicht, wieso voll der Rotz? Ist doch bis jetzt gar nicht... Voll der Rotz? Nee, ist doch bis jetzt gar nicht so schlecht gewesen, außer dass ich eben ein bisschen dumm war. Ja, aber wenn ich hier irgendwie... Warum steht da unten LOL? Gibt's da unten was? LOL. Da gab's ja echt viel. Voll LOL. Ja. Wenn ich irgendwie hier solche super schwierigen Ultra-Hardcore-Level sehe, Leute, die spiele ich nicht. Ich weiß selbst, dass ich zu schlecht für die Level bin. Ich habe auch keine Zeit, hier 50 Versuche da reinzustecken. Und deswegen spiele ich lieber solche kleinen netten hier, wie das Level eben, schön designten, nicht so ganz anspruchsvollen Level, die aber, wie gesagt, Spaß machen. Die kann man schnell schaffen, die sind nett für zwischendurch. Da gibt es auch mal ganz nett hier ein Power-Up wie eine Feuerblume. Ja, mit den Leveln macht man nichts falsch. Es sei denn, man verliert die Feuerblume und macht sich damit das Level unnötig schwierig. Aber da bin ich ja selber schuld. Ist auch gerade ein bisschen viel auf dem Bildschirm. Kann ich den aufsetzen? Wunderbar. Und dann muss ich erstmal überlegen, wo ich hin muss. Muss ich da oben hin? Ich glaube schon, oder Leute? Komm, wir gehen mal da oben hin. Mit dem Helm kriegen wir ja... alles abgewehrt. Ja, das hat super funktioniert. Dann nehme ich an, hier hoch. Ja, wunderbar. Also das ist echt schön gemacht hier mit den Schiffen. Oder was ist mit den Schiffen? Mit den Segeln eben. Das ist richtig cool gemacht. Solche Level gefallen mir. Und nicht irgendwie so Ultra-Hardcore-Mini-Castle. Ja. Das ist ja eine schöne Herausforderung und für die Leute, die Zeit haben und sowas eben brauchen oder sowas suchen, für die ist das vielleicht schön, aber ich brauche das nicht unbedingt. Ich brauche nur einen Weg, um diesen Hammerbruder da hinten zu besiegen. Wunderbar. Schön aus der Entfernung gesniped, wenn man das überhaupt so bezeichnen möchte. Darf, wie auch immer. Und böser Cooper. Verzieh dich. Nicht mal der große Cooper war das böse, sondern der kleine Cooper. Klasse. Und ich glaube, so wie das Level in der Vorschau aussah, dürfte das hier gleich auch schon das Level gewesen sein, oder? Das ist doch hier bestimmt eines der letzten Schiffe. Wieso bin ich da unten überhaupt in diesen gefährlichen Cooper reingesprungen, wenn es da doch eh nur einen Pilz gab? Naja, ist mir unerklärlich, aber das war auch schon das Level. Und das war ein super geniales Level, wie ich fand. Also, die ganzen Schiffe waren richtig schön designt, das war eine nette Idee. Hier mit den Airships in the Air oder Ships in the Air. Wir haben zwar nicht den Weltrekord geknackt, aber kein Ding, war super. Und nicht so, wie gesagt, so viel zu schwierig oder so, das war ein nettes Level. Solche Level mag ich, also wenn ihr jetzt ein Level extra nur für mich bauen solltet, warum auch immer ihr das machen würdet, aber wenn ihr sagt, oh, ich baue ein Level nur für Fabio hier oder wie auch immer ihr meinen Namen im Kopf euch zusammenbastelt, dann baut, ja, lieber was Einfaches, lieber was Mittelschwieriges, anstatt sowas Ultra-Hardcore-mäßiges. Gut, Ships in the Air war eine schöne Sache, nehmen wir mal den Tauchgang. Wie gesagt, Unterwasserlevel gibt es so wenige. Da können wir auch mal so ein entspanntes nehmen, weil das von Benny, das erste Level hier, das war schon so entspannt. Obwohl, ich wollte gerade sagen, da wird das hier auch relativ locker leicht sein.
aber mit all den Stacheln bin ich mir dann nicht mehr so ganz sicher. Vor allen Dingen, wenn ich hier den Pilz direkt verspiele. Naja, probieren wir es einfach mal. Erleben wir einen entspannten Tauchgang. Ach ja. Boah, wir mussten auch vom Psychologiestudium aus, oder Wirtschaftspsychologie, wie auch immer ihr es sagen wollt, mussten wir uns auch so eine Stunde lang so eine Entspannungs-CD geben, um mal so zu gucken, wie das auf... hier ist, glaube ich, dann Dead End. Ja, ich denke schon. Um mal zu gucken, wie das so auf den Probanden wirkt, auf die Leute, die dann damit behandelt werden. Und Leute, das war so ätzend, diese eine Stunde Entspannungs-CD. Es kam mir vor wie 8 Stunden Langeweile. Lehnen Sie sich zurück. Denken Sie, Sie wären an einem entfernten Ort. Ist es nicht furchtbar entspannend, wenn jemand mit so einer nervtötenden Stimme Sie eine Stunde auf eine virtuelle Traumreise schicken möchte? Ja, ungefähr so mussten wir uns das eine Stunde geben, Leute. Es war ätzend. Es war scheiße ätzend und hoffentlich kommt hier ein Stern oder ja, immerhin ein Pilz, damit ich da irgendwie durchkomme. Ja, Leute, also so eine Traumreise ist natürlich eine ganz tolle Sache, aber eine Stunde lang so eine monotone Stimme zu hören, furchtbar. Ich bin froh, dass ich das nicht nochmal machen muss. Das mussten wir uns jetzt einmal geben. Gut, ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber einmal so eine Kacke gehört und dann war auch schon wieder gut. Ich wollte gerade sagen, wie auch immer ich hier bisher durchgekommen bin, es ist ein Wunder. Ich wollte mich gerade dafür loben, dass ich hier so gut durchgekommen bin und noch nicht irgendwie getroffen wurde. Ja, und ich habe es auch irgendwie geschafft. Wunderbar. Da kann man mich auch mal selbst loben. Oder ich kann mich selbst loben und sollte hoffentlich nicht von dem Blooper... Stimmt, ja man... Deswegen ist das... Das ist so... Man kann ja unter Wasser gar nicht auf die Blooper drauf. Das habe ich ganz vergessen. Man kann ja gar nicht, wenn man unter Wasser ist, so auf die Blooper drauf springen. Da stirbt man dann ja, weil man ja irgendwie auf die drauf schwimmt. Habe ich ganz vergessen, Leute. Egal, wir machen das nochmal. Irgendwie habe ich hier den Ansporn, dass ich das schaffe. Da werde ich es nochmal probieren. Und dann nur den Block für die Feuerblume aktivieren. Ich glaube, so machen wir das. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Na, lassen wir uns treffen. Hier kriegen wir ja eh einen neuen Pilz. Das kann man noch verkraften. So, aber auf die kann ich drauf, genau. Auf die Bullet Pills kann ich drauf. Hier schwimmen wir einfach oben weiter entlang oder... Ja, irgendwie machen wir das. Jetzt nochmal schnell runter. Den Gumba, den ausschalten. Ja, den haben wir auch ausgeschaltet. Sollen schnell den nächsten Pilz holen, wo es auch immer den nächsten Pilz gab. Den gab es hier vorne irgendwo, oder? Ich meine, der war hier im rechten Block drin. Genau. Genau, genau, genau. Nehmen wir den mit und ich glaube, wir nehmen den Weg von gerade. Den Weg konnte ich so gut schwimmen, den nehmen wir einfach nochmal. Vielleicht war es auch eine schlimme Entscheidung. Was ist eine schlimme? Eine dumme Entscheidung. Ich hoffe, ich komme hier irgendwie durch. Hoffentlich. Wenn man klein ist, ist das Ganze ja noch ein bisschen einfacher. Oder sollte es zumindest sein. Aber trotzdem ist es ja schwierig. Komm schon. Puh, geschafft. So, hier... Warte, lassen wir den Cheep-Cheep durch und hier war die Feuerblume, ne? Ja, genau. Feuerblume nehmen. Wunderbar. So, jetzt sollten wir auch gut durchkommen. Jetzt sollten wir hier keine Probleme mehr haben. Einfach alles abschießen, was uns hier in den Weg kommt. Einfach Dauerfeuer hier machen. Einfach schön oben schwimmen und Dauerfeuer. Das wird schon klappen. So geht das entspannt. So ist ein Tauchgang gut und da wäre ja schon das Ende gewesen. Wahnsinn. Hätte ich das gewusst, wäre ich gar nicht mehr irgendwie zu der Feuerblume beim ersten Mal gegangen, sondern einfach durch und hätte die Zielflagge geschnappt. Naja, was will man machen? Ich würde sagen, auch das Level bekommt einen Stern. Na, komm, Stern. Ah, und knapp am Weltrekord dran. Das ist immer so ein super Ansporn, den Weltrekord zu knacken. Natürlich geht noch ein Level. Wir spielen Way to Yoshi's House, in Klammern Mancha Run, vom guten Florian Oeschger. Oder auch einfach Flo, Dollarzeichen, 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 hier im Miiverse. Eine ganz geringe Abschlussrate. Er schreibt dazu, zweites Level, mein zweites Level ist Way to Yoshi's House, in Klammern Mancha Run, ist wie der Name sagt, ein Mancha Run mit P-Switch-Einlage, da man keine Manchas mehr einsetzen konnte, in Klammern Beschränkung. Ja, irgendwas mit P-Switch, irgendwas mit Mancha und irgendwas mit schwierig. Ich hoffe, es wird halbwegs machbar. Gut, dann schauen wir mal. Nette Musik auf jeden Fall am Anfang und ein Stern, den ich... Ich fasse es nicht. Wie kann man denn... Wie kann man bitte so bescheuert im Kopf sein und diesen Stern nicht einsammeln? Ganz im Ernst, da muss man doch schon echt irgendwie gelitten haben. Und jetzt hier drauf...
Stimmt ja. Da kann man ja gar nicht draufspringen. Ja, ich weiß schon, warum das so geringe Abschlussraten hatte. Entweder hatten die Leute irgendwie keine Lust mehr. Was gibt's hier übrigens aus der Röhre? Gibt's da was? Ich weiß es nicht. Entweder hatten die Leute auf jeden Fall... keine Lust mehr. Oder... irgendwas war. Ich weiß es nicht, warum die Leute auf jeden Fall aufgehört haben. Vielleicht, weil es irgendwann keinen Stern mehr gab, weil der Stern hier irgendwie so versteckt ist. Wir werden es herausfinden. Ich probiere jetzt einfach den Stern zu nehmen und so schnell wie möglich hier durch. Das Konzept ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich kenne die Mancha Runs ja noch aus den schönen Mario World Hacks. Hopp. Und ich habe den Sprung verkackt. Aber wisst ihr was? Das Level, das reizt mich irgendwie. Das machen wir nochmal. Ja, die Mancha Runs aus den schönen SMW Hacks. Ich weiß gar nicht, sind die überhaupt so beliebt? Gab's hier mal eine Hacker-Szene? Doch, es gibt doch auch bestimmt eine deutsche Super Mario World Hacker-Szene. Oder irgendwie die Liebe zu... Verdammt. Die Liebe zu den Mario World Hacks. Es gibt doch auch ein paar deutsche. Bin ich mir ganz sicher. Ist das aber irgendwie... Ich glaube, jetzt habe ich schon verkackt, oder? Egal. Die Liebe zu den Mario World Hacks. Wie groß ist die so in Deutschland? Ist die irgendwie... Ich habe mich damit nie so ganz auseinandergesetzt. Ich weiß nur, dass es ein paar deutsche Hacks gibt. Aber ansonsten ist die irgendwie groß vertreten. Gibt es hier viele SMW-Hacker unter euch? Oder vielleicht sogar viele Mario Galaxy-Hacker? Oder Mario 64? Oder was weiß ich? Was weiß ich, was gerade so im Trend ist? Was gerade so gehackt wird? Und ich frage mich, wieso ich einfach da nicht mehr draufspringe. Also klar, ich springe irgendwie in den Koopa rein, aber ich würde ja ganz gerne abspringen eher. Bitte lass mich nicht schon verkackt haben. Es ist so knapp getimed. Ich glaube, ich weiß, warum die Leute keine Lust mehr hatten. Es ist einfach so ein... Ja. Entweder war es A, wegen der Blödheit der Leute, so wie bei mir, oder B, weil das Zeitlimit einfach, naja, viel zu knapp bemessen ist. Ich meine, ich komme jetzt hier unten hin und genau dann läuft's aus. Okay. Und hier kommt dann woher der Stern? Ach, auf dem P-Switch. Ah, okay. Ah, und vom P-Switch hätte ich dann springen müssen. Okay. Ich sag, noch so 2-3 Versuche. Die können wir dem Level noch geben. Das Level ist wiederum gar nicht mal so, gar nicht mal so blöd, wie dieses eine Impossible Hard Castle Level, was wir da mal hatten. Ja, wunderbar, hier kommen wir rüber. Genau. Denn dieses Hard Impossible... Verdammt. Dieses Hard Impossible Slow Castle oder... Nee, Slow Castle würde ja gar keinen Sinn ergeben. Auf jeden Fall dieses kleine Castle, was so schwierig war. Das war einfach nur irgendwie, ja, blöd und mit Gegnern. Aber hier dieses Run-Dingens, das finde ich noch cool. Das hat ja wenigstens noch eine clevere Idee. Oder ist dann dementsprechend... man muss da echt genau im letzten Moment abspringen. Das ist dann wenigstens wegen der Idee hier noch ganz cool. Oder da möchte man das... wenigstens irgendwie ein bisschen mehr schaffen, hat mehr Ansporn als, naja, bei diesem blöden, ich stopf Gegner auf einen kleinen Raum zusammen. So, jetzt aber. Na verdammt, das ist echt richtig präzise. Ich sag Leute, ein Versuch noch. Ein Versuch können wir dem guten Herrn Florian hier noch geben oder dem Flo Dollar Dollar Dollar. Na komm schon, ja. Wisst ihr was? Ich glaube, man muss da diesen Dreher in der Luft machen. Komm, ein Versuch noch. Boah, das ist auch so eine schlimme Angewohnheit, dass man sagt, ja, ein Spiel noch. Vor allen Dingen bei irgendwelchen Strategiespielen, wenn man sowas wie Civilization spielt oder, ja, sei es auch sowas wie ein MOBA, irgendwie League of Legends oder Dota, dass man dann... Und jetzt habe ich den... Eine Runde noch, Leute. Ein Versuch noch. Dass man dann irgendwie sagt, ja, eine Runde noch. Und dann ist irgendwie noch eine Runde und noch eine Runde. Und dann ist 4 Uhr in der Nacht und man hat nur noch eine Runde gespielt. Und mit einer Runde sind dann irgendwie so, naja, 7 Runden gemeint. Eine Runde noch. Eine Runde geht noch, Leute. Obwohl ich sagen muss, wenn man, naja, wenig Zeit für Videospiele hat, dann
kann man auch nicht mal sagen, eine Runde noch. Da ist dann eher so 2 Uhr nachts und man denkt sich so, wieso war ich so schnell? Nee, da ist dann eher sowas wie, ja, eine Hausarbeit noch, eine Dissertation noch oder sowas, eine Arbeit noch lesen. Ja, das ist auch ein sehr schöner Gedanke, ein sehr schöner Gedankengang, wie auch immer. Und da war der Stern nicht. Wisst ihr was, Leute? Das Schicksal hat es so gewollt. Ich würde sagen, wir geben dem Level keine Chance mehr. Irgendwann muss man auch mal einen Schlussstrich ziehen. Ich würde sagen, ein Versuch noch hier. Komm, den Versuch, obwohl, jetzt passt es ja eh nicht mehr mit dem Stern. Oder? Ja, egal. Leute, ich würde sagen, hoffentlich hat es euch irgendwie gefallen. Ein Video noch, Leute, ein Video noch. Nee, ich glaube, nach dieser Session mache ich erstmal kein Video mehr. Ich muss dann erstmal wieder schön an Referaten weiterarbeiten. Ich weiß nicht, wann ich nochmal Zeit für Videos habe. Das waren jetzt, glaube ich, erstmal so die letzten 3 Mario Maker Parts. Im neuen Jahr habe ich bestimmt irgendwie nochmal Zeit. Bestimmt ergibt sich da nochmal was. Doch, da bin ich ganz fest von überzeugt, dass ich da noch irgendwie... Und ich dachte, ich schaffe das jetzt noch. Ja, dass sich da irgendwas ergibt. Aber bitte seid geduldig. Das wollte ich auch nochmal sagen. Bitte seid geduldig. Die Videos kommen, wenn sie kommen. Aber bitte nicht irgendwie, ja, danach unbedingt so krass fragen. Denn, ja, was soll ich machen? Ich habe eben da wenig Zeit für und ich kann mir ja auch so in dem Sinne keine Zeit kaufen. Wisst ihr was? Ich rede einfach viel zu viel. Hoffentlich hat es euch irgendwie gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Achso, und danke fürs Zusehen. Nicht vergessen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.